Passives Einkommen mit P2P-Krediten zeigt gut. 3 Jahren investiere jetzt bei Bondora. Damals stand mein Depot bei nur 0 Euro. Heute steht es bei sage und schreibe über 27.000 Euro. Deswegen finde ich jetzt mal persönlich, dass es Zeit wird, hier ein persönliches Fazit zu ziehen. Wie zufrieden bin ich mit der Plattform? Warum investiere ich genau im Bereich P2P bzw. eben auch bei Bondora? Und angefangen hat meine ganze Reise vor über 6 Jahren im Bereich P2P. Auch hier schon eine lange Historie. Eigentlich sind es schon fast 7 Jahre. Und damals noch im deutschen Bereich. Ich fand es extrem spannend, als ich damals das erste Mal was von P2P-Krediten gehört habe. Ich kann quasi als Privatperson Bank spielen und kriege dafür Zinsen. Wie geil ist das denn bitte? Ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es eben auch im Baltikum sehr spannende Plattformen gibt. Damals eben auch was von Bondora gehört, von Mintos und wie sie nicht alle geheißen haben. Und natürlich gab es dort damals und gibt es auch heute noch viele Plattformen, die deutlich, deutlich mehr Zinsen abwerfen, wie zum Beispiel Bondora. Bondora wirft mir nur in Anführungsstrichen 6,75% ab. Und ich verlinke dir mal gerne das Portfolio oben, das Depot-Update, weil ich habe auch Plattformen dabei, die 13% Zinsen abwerfen aufs Jahr gesehen. Und das ist dann doch ein Riesenunterschied, aber Rendite kommt natürlich am Ende des Tages von Risiko. Ich bin ein super fauler Mensch. Ich mag, dass das Geld einfach mehr wird und ich da am besten gar nichts dafür machen muss. Und das ist halt bei Bondora so geil, weil ich die letzten 3 Jahre gefühlt gar nichts gemacht habe, außer Geld eingezahlt zu haben. Und jetzt ziehe ich auch mittlerweile Geld ab. Ich ziehe aktuell durchschnittlich 250 Euro im Monat ab und habe mich jetzt auf dem Weg hierher entschieden, so, jo, ich muss eigentlich auch unter 25.000 Euro runter, weil mein Ziel ist es, das Depot auf 50.000 Euro hochzubringen, also generell mein P2P-Portfolio. Und da hat Bondora einfach dann immer noch also 50% inne und selbst da, das ist eigentlich noch immer ein bisschen zu viel. Aber mein Ziel ist es jetzt erstmal auf 25.000 Euro runterzukommen und dann schauen wir einfach mal weiter, dass die anderen Plattformen auf jeden Fall auch ausgebaut werden. Wie gesagt, ich liebe einfach dieses Return on Invest, also ich tue keine Zeit investieren, bekomme täglich meine Zinsen ausbezahlt, sind knapp 4,90 Euro aufs Monat hochgerechnet, 150 Euro und das ist halt schon ultra, ultra attraktiv meines Erachtens, weil wie gesagt, außer dieses Video drehen oder mal ein Kurzvideo, mehr mache ich hier nicht und bekomme dafür 150 Euro im Monat, dafür, dass ich nichts mache, außer dass mein Geld arbeitet. Und das ist halt etwas, was ich wirklich unglaublich liebe, unglaublich schätze. Und da kommt halt wieder das ganze Ding ins Spiel. Ich bin ein fauler Mensch und genau solche Sachen mag ich im Leben. Und wenn ich mich um relativ wenig kümmere und dafür einen brutal guten Return on Invest bekommt. Aber jetzt kommen natürlich auch die Schattenseiten bei Bondora, weil ihr kennt die Situation, was man in Corona gehabt hat. Hier hat man kurze Zeit, weil man theoretisch, also die Zinsen bekommt man täglich ausbezahlt, weil man auch theoretisch täglich das Geld abziehen kann. Aber in Corona gab es diesen Bankenrun und da ging es nicht. Da konnte man quasi gestaffelt nur sein Geld abziehen, was natürlich erstmal für uns Investoren super schlecht ist. Aber ich verstehe natürlich durch die, dass ich ja selbstständig bin, auch die andere Seite. Bondora hat sich einfach hier selbst schützen müssen, weil jetzt, wenn jeder sein Geld komplett abgezogen hätte, hätten sie einfach wirtschaftlich komplett gegen die Wand gefahren, das Ganze. Und das wäre natürlich ultra schade gewesen. Man hat dann auch dementsprechend das Einzahlungslimit angepasst bei Bondora. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, falls mal wieder so etwas passieren wird. Und es kann passieren, also es ist nicht unwahrscheinlich oder sonst irgendwas, dass ein Bankenrun entsteht. Und da müssen sie sich halt einfach davor schützen. Und deswegen gibt es aktuell dieses Einzahlungslimit von 700 Euro. Ich habe damals 2021 das Glück gehabt, dass es kurze Zeit 10.000 Euro Einzahlungslimit gab und gab es in diesem Sommer auch. Ich habe ganz kurz echt überlegt gehabt, ob ich auch das in diesem Sommer nutzen sollte, aber es hätte sich einfach nicht richtig angefühlt und heute weiß ich einfach so, weil ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht habe, das mache ich sonst nicht, dass es am besten wäre, hier nochmal etwas Geld abzuziehen und zum Beispiel umzuschlichten. Ich habe zum Beispiel zuletzt auch nochmal Moneyfit etwas aufgestockt. Dort gibt es aktuell einen fetten Bonus, den verlinke ich da unten. Und generell finde ich das den Bereich P2P einfach ultra spannend für mich persönlich. Kann durchaus sein, dass es für dich nicht so spannend ist. Verstehe aber auch, weil sonst bin ich nur immer in Dividendenaktien investiert und sonstiges. Und das ist meine persönlich kleine Abwechslung. Und auch 50.000 Euro, meine, das hört sich jetzt für viele extrem viel an, ist es auch am Ende des Tages. Aber ihr dürft es nicht vergessen, mein Dividendenportfolio ist um wirklich ein Vielfaches größer.
Und deswegen mache ich mir hier jetzt auch überhaupt keinen Stress oder sonst irgendwas. Möchte das Ganze natürlich mit Hirn anlegen, zukünftig meine 10 Euro Zinsen am Tag generell über alle Plattformen hinweg bekommen. Also 10 Euro netto, das wären dann über 3.650 Euro netto Zinsen aufs Jahr gesehen. Und das ist doch ein sehr, sehr schönes Ziel. Und das möchte ich gerne mit dir gemeinsam gehen. Wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst und hier verlinke ich dir noch mein Dividendendepot-Update, schau auch dort gerne vorbei.